Hey meine Freunde, es ist wieder soweit. Wir haben den Montag erreicht und diese Woche bekommen wir ein One Piece Kapitel und es gibt bereits schon die ersten sehr interessanten Hinweise, Leaks und den ein oder anderen unglaublichen Spoiler für das kommende One Piece Kapitel 1122. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, nochmal ein ganz großes Wort der Warnung. Es kann immer mal wieder vorkommen, dass sowohl kleinere als auch größere Fehlinformationen oder Missverständnisse auftreten. Gerade bei den Montagsspoilern sollte man die gesamten Spoiler, die gesamten Infos mit äußerst viel Vorsicht genießen. Das Kapitel 1122 von One Piece wird mit Sicherheit eines der letzten Egghead-Kapitel, die wir erleben werden. Und es wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr entscheidend sein, da viele Handlungsstränge innerhalb der Insel abgeschlossen werden. Man kann sagen, dass die letzten Kapitel im Allgemeinen unglaublich wichtig waren, an die wir uns noch viele Jahre lang erinnern werden, da es unglaublich interessante Momente für die finale Saga der Geschichte markieren wird. Diese Intensität wird im nächsten Kapitel noch weiter steigern und es wird mit Sicherheit das Ende von Dr. Vegapunks weltweiter Videobotschaft markieren und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass die Strohpiraten und deren Verbündeten endlich ihre große Flucht von Egghead erfolgreich abschließen werden. Die kommende Ausgabe, dessen Titel derzeit noch unbekannt zu sein scheint, wird damit beginnen, dass die Strohhüte ihre Strategie zur Flucht fortsetzen werden, indem sie die Thousand Sunny mit dem Schiff der Riesenkriegerpiraten verbinden. Diese taktische Raffinesse ist eine Maßnahme, die Nami entschieden hat, um inmitten des Chaos nicht getrennt zu werden und eine koordinierte Flucht zu gewährleisten. Ein weiterer zentraler Punkt des kommenden Kapitels wird der große Kampf des antiken Roboters Emmett gegen die verbliebenen Gorosei-Mitglieder Waki und Jupiter sein. Emmett, der als mächtige Waffe des antiken Königreichs bekannt ist, hat bereits seine Fähigkeiten eindrucksvoll demonstriert und wird nun im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Einer nach dem anderen werden die Ältesten derzeitig abgefertigt, was perfekt für die Strohpiratenbande ist, da sie endlich einen Fluchtweg finden können. Sie bekommen ein gewisses Zeitfenster, um rechtzeitig sicher mit ihren Verbündeten von Egghead zu entkommen. Zum Beispiel wurde das Gorosei-Mitglied Markus Mars weggeblasen und Saturn im vorherigen Kapitel ins Meer geworfen. Inzwischen befindet sich Nussjuro noch in der Laborphase, was zwei der fünf Ältesten übrig lässt, Vakyr und Jupiter. Diese beiden Ältesten werden höchstwahrscheinlich auch im kommenden One Piece Kapitel irgendwie abgefertigt und diese Verantwortung liegt bei niemand anderen als dem antiken Roboter Emmett, dem eisernen Riesen. Denn wir alle wissen, dass er noch eine große Aufgabe für die kommenden Kapitel zu erfüllen hat und hoffentlich wird er den Erwartungen von uns allen gerecht werden. Ohne Zweifel wird der wohl größte Teil für den Abschluss der gesamten Egghead-Handlung der Kampf zwischen dem antiken Roboter und den Ältesten sein. Es wird zudem erwartet, dass Emmett eine mächtige Waffe einsetzen wird, die wir bereits schon auf gewisse Art und Weise angeteased bekommen haben, die mit der zerstörerischen Kraft der Mutterflamme vergleichbar ist, eine Energiequelle, die in der Lage ist, sogar die Gorosei dauerhaft und effektiv zu verletzen. Während der antike Roboter sich auf den bevorstehenden Kampf und seiner finalen Attacke vorbereitet, reflektiert er über seine Vergangenheit, insbesondere seine Verbindung zu Joy Boy und seine Unfähigkeit, ihn während des leeren Jahrhunderts zu retten bzw. zu schützen. Diese Selbstreflexion führt zu einer Entschlossenheit, Ruffy und seine Freunde zu schützen, was den Höhepunkt des Kapitels markieren sollte. Emmets Einsatz dieser mächtigen Waffe könnte nicht nur die Gorosei ernsthaft verletzen, sondern auch der Strohhut-Piratenbande eine entscheidende Fluchtmöglichkeit bieten. Man kann zumindest festhalten und sagen, der antike Roboter wird noch eine sehr große Rolle in diesem Finale von Egghead spielen und wir können es wohl kaum erwarten zu sehen, wie er gegen die zwei Ältesten kämpft und welch eine Rolle er für die große Flucht der Strohpiratenbande und deren Verbündeten spielen wird, denn nach wie vor ist das Ziel, nicht die Gorosei zu bekämpfen, sondern sie in Schach zu halten, damit die Strohpiratenbande, sprich Ruffy und Co. endlich abhauen können. Es wird hierbei spannend zu sehen sein, wie die Gorosei auf Emmets Angriff reagieren werden. Die bisherigen Hinweise deuten eindeutig darauf hin, dass sie trotz ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten verwundbar sind. Und genau dies könnte ein entscheidender Moment sein, der die zukünftige Strategie der Strohpiraten im Umgang mit diesen mächtigen Gegnern beeinflusst. Dr. Vegapunks große Nachricht an die Welt neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu und die kommenden Ereignisse werden mit Sicherheit dafür sorgen, dass sie endlich abgeschlossen wird.
Wir alle wissen, dass Vegapunk schon eine ganze Weile über seine Vorhersagen und alles, was mit dem vergessenen Jahrhundert verbunden ist, spricht. Es versteht sich hierbei von selbst, dass Vegapunks Botschaft sich als eine sehr wichtige erwiesen hat, da er Informationsbrocken über die gesamte One Piece Lore Schritt für Schritt enthüllt hat. Mit dem großen Abschluss dieser Videobotschaft und den verbliebenen spannenden Entwicklungen können wir erwarten, dass Kapitel 1122 den finalen Akt des Egghead Arcs einleiten wird. Die Strohhut-Piratenbande, die von der Insel fliehen will, steht vor der Herausforderung, die mächtigen Mitglieder der Gorosei zu überwinden. In den letzten Kapiteln wurden die beiden Mitglieder Markus Mars besiegt und Saturn ins Meer geworfen. Nun bleiben noch die beiden Ältesten Vakuum und Jupiter übrig, die der antike Roboter in einem direkten Kampf ausschalten will. Gleichzeitig wird es wohl allen Anschein ein Update zu Saturn geben, der sich überraschenderweise vollständig geheilt aus dem Meer erhebt und sich zu seinen Verbündeten zurückzieht. Interessanterweise prognostizieren die Leaker bereits, dass das kommende One Piece Kapitel nicht nur auf Egghead stattfinden wird. Es gibt bereits schon einige sehr interessante Gerüchte und Leaks, dass wir möglicherweise weitere Reaktionen und weitere Schauplätze der Außenwelt von One Piece zu Gesicht bekommen werden. Und hierbei sollen wir wohl mit den ein oder anderen großen Dingen rechnen. Allerdings wird noch nicht verraten, um was für große Dinger es sich hierbei handeln könnte, aber eines steht fest, das kommende Kapitel wird nochmal definitiv den Hype aufrechterhalten. Und auch wenn sich die ersten Montagsspoiler, die ersten Montagsleaks noch meistens immer sehr schwach anhören, sollten wir dennoch generell sowohl bei den Montags- als auch bei den Dienstagsspoilern das Ganze mit äußerst viel Vorsicht genießen, denn möglicherweise steckt noch viel mehr dahinter und wir sollten dann im besten Fall auf die Spoiler-Zusammenfassung von Redon vertrauen. Im Allgemeinen kann man sagen, das Kapitel wird ähnlich aufgebaut sein wie die letzten Kapitel. Es wird sehr, sehr langsam voranschreiten. Dennoch können wir uns auf unglaublich dramatische Enthüllungen freuen, actionreiche Kämpfe und den ein oder anderen großen Wow-Moment werden wir mit Sicherheit noch bekommen. Leider gibt es zum Abschluss des Videos noch eine etwas schlechtere Nachricht für uns alle, und zwar wird es auch nächste Woche zu einer One Piece Manga-Pause kommen. Allerdings muss man hierbei ganz klar fairerweise unterstreichen, die nächste Pause hat nichts mit Oda persönlich zu tun, denn die nächste Pause kommt von dem Magazin, von dem Weekly Shonen Jump Magazin. Und das, meine Freunde, das waren zum jetzigen Zeitpunkt sämtliche Informationen, Leaks sowie Spoiler für das kommende One Piece Kapitel 1122, das diese Woche unter der Woche inoffiziell erscheinen wird. Und ansonsten könnt ihr es wie immer offiziell sowohl im japanischen Original als auch auf Englisch oder auch bereits auf Deutsch auf der Manga Plus App am Sonntag lesen. Aber wie immer frage ich euch am Ende des Videos, was sind eure ersten Gedanken, Eindrücke, aber auch Anmerkungen für das kommende One Piece Kapitel? Was wird eurer Meinung nach als nächstes passieren? Schreibt mir sehr gerne hierzu eure ganzen Vermutungen oder auch möglichen Theorien als auch Spekulationen unter diesem Video in die Kommentare oder auch wie immer sehr gerne auf Instagram. Den und viele weitere Links findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Pere 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 Gotcha. So, ihr Piratengesindel, spitzt mal eure Ohren und hört, was Captain Smoker euch zu sagen hat. Lang lebe der zukünftige König der Piraten, Monkey D. Ruffy!